Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode bzw. zur ersten Episode meiner FIFA 23 Karriere. Ich habe mir dieses Jahr mal wieder gedacht, dass ich mit dem Drittliga-Verein starten will, da ich in FIFA 21 mit Magdeburg das ganz gut gemacht hatte. Letztes Jahr, wie gesagt, mit Schalke. Und jetzt habe ich mir einen neuen Drittliga-Verein ausgesucht. Und ihr seht schon, weil er mit seinem Trikot dasteht, um welchen Verein es sich handelt. Und zwar werden wir unsere FIFA 23 Karriere dieses Jahr mit Dynamo Dresden machen. Ich bin dort folgendermaßen vorgegangen, und zwar wollte ich einerseits einen Drittliga-Verein haben, zweitens einen Verein, der oben mitspielt um die dritte Liga, also eigentlich direkt um den Aufstieg, und dann drittens auch noch einen Verein mit ordentlich viel Tradition, mit einem Verein, der eigentlich nicht in Liga 3 gehört, sondern ja zumindest mal in Liga 2 gehört, Dynamo Dresden. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall hier, das wird erstmal nur ein Ankündigungsvideo, beziehungsweise wir gehen den Kader durch und ihr schreibt unbedingt gerne Transfervorschläge unten in die Kommentare rein. Da natürlich auch immer gesagt sein, lasst gerne ein Like unter diesem Video da, abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, und aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand seid, wenn ein neues Video online kommt. Ich wollte noch mal sagen, sorry dafür, dass jetzt ich glaube fast zwei oder drei Wochen lang keine Videos kamen. Ich hatte einfach keine Lust mehr, irgendwie jetzt noch FIFA 22 hochzuladen bzw. zu spielen, weil es ist für mich dann einfach nur noch ausgelutscht gewesen. Ja, ich hätte da auch einen Ton zu sagen können, aber es tut mir offiziell hiermit leid. Aber ich hoffe, ihr seid jetzt hier bei dieser Karriere ordentlich wieder mit am Start, so wie bei den anderen Karrieren auch zuvor. So Leute, als erstes würde ich mal gucken, was denn der Vorstand überhaupt von uns möchte. Wir sehen ja auch das schöne neue Menü. Ich kann ja auch mal ein Video machen, was sich jetzt alles so im Karrieremodus verändert hat und so weiter. Ich finde übrigens, dass ich mich optisch ganz gut hinbekommen habe. Hier sieht man mal das Vergleichbild. Also die Frisur stimmt, der Bart stimmt, alles andere stimmt auch soweit. Hier haben wir einmal die Ziele und wir sehen, wir haben Erfolge national, haben wir eine hohe Priorität. Wir sollen Ligameister werden. Also wir sollen unbedingt aufsteigen. Zudem sollen wir auch was in der Jugend machen. Markenpräsenz. Okay, erreiche 25 Spiele mit mindestens einem erzielten Tor in dieser Saison. Das ist, okay, das wird schwierig, glaube ich. Beziehungsweise eigentlich sollte das doch nicht so schwierig werden. Profit erzielen. Ja, kontinental haben wir gar nichts. Selbstvertrauensbewertung ist hier hauptsächlich wirklich über die Jugendarbeit. Ein Torwart, ein Verteidiger, ein Mittelfeldspieler und ein Stürmer in die Jugendakademie verpflichten. Das sollten wir schaffen. Apropos Jugendakademie, da können wir ja reingucken, weil dort sind ja direkt auch Spieler am Anfang mit dabei. Da haben wir einen richtig dicken Spieler, den sehe ich jetzt schon. Und zwar ist das Mohamed Bauer. Mohamed Bauer, auch komischer Name. Aber was ich nicht verstehe, ich habe mir FIFA dieses Jahr nicht vorbestellt. Das heißt, ich dürfte diesen Bonus hier eigentlich gar nicht haben, weil das ist eigentlich ein Bonus für die Leute, die vorbestellt haben. Ich habe mir die normale Standard-Edition gekauft und habe trotzdem dieses krasse Karrieremodus-Talent. Ich frage mich eigentlich warum. Aber okay, Mohamed Bauer, den ziehen wir auf jeden Fall erstmal hoch. Aber der Rest, der ist, denke ich mal, nicht zu gebrauchen. Auch nicht mit einem 68er Maximalpotenzial. Sorry, Leute. Als nächstes gucken wir mal direkt in unseren Posteingang. Ja, ich habe auch schon ein Vorbereitungsturnier ausgewählt. Da können wir gleich mal reingucken, mit wem wir so da sind. Da hat sich ja auch einiges geändert an den Vorbereitungsturnieren. Das hier sind die Spieler, die auf meiner Liste von vornherein schon drin waren. Ahmed Al Ala Eldin. Okay, aber der ist schnell. Und der hat keinen Verein. Also, weiß nicht. Mal gucken, vielleicht wäre es ja was. Falls ihr hier irgendwas seht, was man vielleicht auch ausleihen könnte. Marc Schnatterer sehen wir hier, okay. Dann schreibt die gerne rein. Ich glaube mal, Jacek Nankam wird es eher nicht sein. Deswegen. So, und die nächste wichtige Sache ist natürlich der Kader. Beziehungsweise, wie viel Geld wir überhaupt zur Verfügung haben. Wir haben insgesamt 5 Millionen Transferbudget. Beziehungsweise 4,8 Millionen und Gehaltskürzung und so weiter. Ja, okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich in einem 3-4-3 beziehungsweise in einem 3-4-3 oder 3-4-2-1 dieser Tannenbaum-Formation, sage ich mal, ob ich da spielen möchte, weiß ich noch nicht zu 100%. Aber was wir auf jeden Fall sehen, unsere besten Spieler haben an das 70er-Rating, kratzen sie bald dran. Wir sehen hier Paul Will und Sir, ist das Sir Lord Conte? Ist das der von Magdeburg? Nee, ich glaube, das dürfte er nicht sein. Aber der ist schnell, der ist feilschnell. Wen wir hier auf jeden Fall haben, ist Oliver Batista Meyer. Den werde ich auf jeden Fall aufstellen. 58 Tempo in der Offensive ist ein bisschen wenig, mein Freund. Und wir haben hier natürlich unseren Bauer, der natürlich direkt Stammspieler ist. Okay. Ich denke mal, ich brauche ja nur einen. Alter, der hat so viel Tempo. Den kann ich eigentlich in die Offensive stellen. Dann würde ich nämlich den hier für den Aslan reinstellen. Und dann würde ich ihn auch auf Mittelstürmer oder so trainieren. Das wäre dann besser für ihn. Aber ansonsten, Elas, den kenne ich sogar noch. Wie alt ist der eigentlich? 21? Okay, alles klar. Kammerknecht
22 und Knipping, unser Kapitän 29. Das ist unsere Dreierkette hinten. Ja, ich würde auf den ersten Blick erstmal sagen, es sieht nicht schlecht aus für uns. Den Vertrag von Paul Will, den werde ich erstmal direkt verlängern. Und am Ende ergibt sich folgende Transferliste. Vorerst habe ich ja mal ein paar Spieler raufgesetzt, wo ich jetzt wirklich nicht unbedingt ein Potenzial sehe. Also 3 Leute, die für einen direkten Transfer und 2 Leute erstmal zur Leihe, um mal zu gucken. Wir bräuchten auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger, weil wir haben hier den Lehmann, aber ich möchte ihn gerne abgeben bzw. verleihen. Und dann haben wir nur noch Lewald. Das bedeutet, wir bräuchten auf jeden Fall einen zweiten Innenverteidiger Backup oder vielleicht sogar einen neuen Mann sogar. Aber ansonsten sind wir eigentlich gut aufgestellt. Wir haben hier diesen Borkowski, den werden wir mal vorne reinstellen für Kutschke. Den haben wir von Leipzig irgendwie ausgeliehen. Vielleicht können wir den ja auch direkt kaufen dann, falls er sich gut spielen lässt. Aber so viel erstmal zum Kader. Einen Innenverteidiger wäre nicht schlecht. Ansonsten haben wir natürlich auch noch einen Scouting-Bericht irgendwo rumzuliegen, beziehungsweise einen Jugendscout. Da haben wir hier unseren Jugendstab und ich weiß nicht, die Scouts werden jetzt im Moment viel zu teuer. 2,5 Millionen, beziehungsweise 2.050.000 sind das ja, würde hier ein guter Scout kosten. Schreibt mal gerne rein, soll ich einen Scout holen? Also einen besseren? Oder soll ich hier mit unserem 2-Sterne, 3-Sterne-Scout den irgendwo hinschicken? Falls ich den irgendwo hinschicken soll, dann schreibt doch gerne hin, wohin soll ich in Deutschland scouten, um Deutschland droben wollen oder Tschechien, weil wir sind ja in Ostdeutschland in dem Fall. Schreibt das mal gerne rein. So, und ansonsten zeige ich euch jetzt nur noch die Tabellen und dann müsste das Video eigentlich auch schon gelaufen sein. Das hier ist unsere neue Gruppe, beziehungsweise unsere Gruppe im Vorbereitungsturnier. Wir haben ja jetzt nur 3 Spiele, bloß ich weiß gar nicht, wie das dann weitergeht. Wir haben auf jeden Fall 3 Spiele jetzt gegen Danzig, dann noch gegen Wollendamm und gegen Kevili Ruhlen. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Und das ist hier so eine Art Ligasystem. Ansonsten sind das die Mannschaften aus der dritten Liga. Ich denke mal, die sollten allen bewusst sein, die sich ein bisschen für Fußball interessieren. Da hat sich ja nicht viel geändert. Und mehr gibt es hier eigentlich nicht, was uns direkt interessiert. DFB-Pokal spielen wir gegen Aue. Okay, also direkt mal ein Ostduell in der ersten DFB-Pokalrunde für uns. Na toll. Und dann auch noch gegen den Bundesliga-Absteiger. Aber ja, Leute, das war's erstmal mit dieser ersten Folge. Das ist dieses Ankündigungsvideo. Wie gesagt, Innenverteidiger, ihr könnt natürlich auch andere Positionen vorschlagen. Wir haben auf der rechten Seite haben wir auch defensivere Spieler für die Fünferkette, falls der Conte, der defensiv gar nichts drauf hat, dort nicht reichen sollte. Falls ihr auch eine andere Formation bei Dynamo Dresden seht, schreibt es auch ganz gerne rein. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, gerne ein Like unter diesem Video da lassen. Und bis dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao. Und zwar werden wir unsere FIFA 23 Karriere dieses Jahr mit Dynamo Dresden machen. Ich bin dann folgendermaßen vorgegangen. Und zwar wollte ich einerseits einen Drittliga-Verein haben.